Ja, das sollten wir eventuell nicht so fluten. Oh, komm. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ash und ich sind gerade hier draußen und wir haben gerade gemerkt, dass der Pool hier immer noch so steht wie vom letzten Video. Alles genau so mit Wasser drin, das Seil hängt immer noch, die Sonne scheint, ist geiles Wetter. Und morgen, da wird das Glas nämlich hier oben rauf gemacht und wir haben jetzt ein großes Problem. Also ja, man kann schon ein großes Problem nennen, oder Ash? Was ist das Problem? Dass das Wasser raus muss. Genau, der Pool muss hier nämlich komplett weg. Und ihr seht, Leute, hier ist richtig viel Wasser drin. Ja, Ash, hast du eine Idee, wie wir es wegkriegen? Guck mal, ich habe hier schon eine Badehose an. Wie vielleicht? Nee, ich habe eine Idee. Ich habe eine geilere Idee, wie wir es machen können. Wir können noch mal ganz viele Arschbomben, Bauchklatscher. Ey, so haben wir gleich kein Wasser mehr. Und so flutet, glaube ich, Mamas Beet da ein bisschen. Also Beet, ich weiß, was auch immer das ist. Ja, das sollten wir eventuell nicht so fluten. Mein Gott! Alter, Mama, willst du... Das war mal trocken! Bist du ready? Komm rein mit dir! Ah, doch nicht. Schade. Hätte ja fast geklappt. Ash, komm! Ash, komm! 3, 2, 1! Hallo, du bist gerade drin. Spring rein! Traust du dich oder nicht? Nein. Was? Der Rentner-Style. Erst die Beine nass machen, dann ein bisschen die Arme und dann wieder rausgehen. So Leute, aber bevor wir den Pool ganz langweilig ausschütten, wollen wir noch ein bisschen Spaß haben. Wir werden nämlich so lange reinspringen, bis alles komplett raus ist mit dem Wasser. Wir werden vom Tisch springen, von da oben vielleicht, solange das Glas noch nicht drauf ist. Balkon wäre auch noch eine Option. Müsste man sich dann nochmal angucken, ob man es auch wirklich ist. Dann traut von da oben. Man könnte Leiter holen, vom Stuhl springen. Ich würde sagen, ich will gar nicht länger drum rumreden. Hast du Bock drauf? Ja. Ja, let's go! Ash, wie wollen wir anfangen? Ich meine, jetzt ist der Pool noch komplett voll, da muss man doch irgendwie direkt zu Beginn, solange es voll ist, irgendwas richtig Geiles machen, damit alles danach rausschwimmt. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wo wir springen, sondern wer als Erstes springt. Weil kennst du es, wenn man in die Schwimmhalle geht als allererstes und das Wasser ist dann so schön glatt und dann springt man rein? Ach, ist geil. Ja, also wir machen Schere, Stein, Papier. Okay, aber ich will gewinnen. Okay, nein, ich. Okay, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ey, du bist wie Stein, Papier. Ha, hab gewonnen. Ich würde sagen, ich muss nach oben. Dafür muss ich allerdings rein, ins Haus rein, dann nach oben zu mir. Denn da ist der Balkon. So, Ash, ich möchte nämlich hier rüber klettern und dann auf die Balken rauf. Das ist, glaube ich, eine echt gute Idee. Wieso? Das ist doch viel zu gefährlich. Ach, das geht schon. Ich glaube, ich krieg das hin. Nein, das ist nicht. Doch, das klappt. Ja, okay, aber wenn, dann guck ich mir das von unten an. Er spinnt doch, er will vom Balkon runterspringen in den Pool. Das ist irre. Ash, bist du weiter unten? Willst du nicht wirklich da jetzt runterspringen? Oh, was doch? Bist du blöd? Wahrscheinlich. Boah, nein! Hält mich das? Ich glaube, ich klebe wieder rauf. Das ist mir echt ein bisschen zu doll hier oben. Ah. Ich glaube, ich war's wieder vorne. Ich hab gesagt, du wirst nur reinsetzen. Ich kann mein Seil da aufhängen und dann reinfallen. Mach! So, let's go, ich würde sagen. Oh, meine Güte. Komm ich da ran? So, und jetzt würde ich sagen. Ach, Mama! Boah, das Wasser kalt. Junge, es ist schön über Nacht abgekühlt, würde ich sagen. So, willst du auch jetzt einen Sprung machen oder nicht? Ich mach, ich mach. Was denn? Komm rein jetzt. Nein, weil. Jetzt komm hier rein, meine Güte. So, let's go. Boom. So, ich würde sagen, als nächsten Sprung haben wir auch schon was überlegt. Und zwar kann ich jetzt von draußen wieder aus hier rausgehen. Und wir wollen ja natürlich das Wasser rausfördern. Sprich, Ash, ein bisschen zur Seite. Ich mache jetzt einen Bauchklatscher, fliege quasi so durch den Pool durch und schubst das Wasser auf der anderen Seite raus. Okay? Okay. Boah, schön auf Anlauf. So, was machst du als zweiten Sprung? Das gleiche auch immer oder willst du was eigenes ausdenken? Hä? Arschbombe ist schon zu flach für Arschbombe. Egal. Kann ich dich auf den Arsch hauen. Go! Warte mal! So? Was ist das für eine Arschbombe? So? Dann muss ich jetzt eine Arschbombe machen. Ich dachte, das ist zu flach. Ja, geile Arschbombe, Mann! Nein! Komm mal. Das ist geile Arschbombe! Also, ich glaube, eine Arschbombe geht ein bisschen anders, aber. Okay, traust du dich da nachher mal? Weißt du, wie viel Wasser da draus ist?
Nee, ja. Gar nichts gefühlt. Ja. Der Strich ist immer noch fast so wie vorher. Ich glaube, wir müssen uns was Effektiveres überlegen. Wollen wir beide komplett rein, einfach ein bisschen ausrasten da drin? Und jetzt? Ja, das war ein Jahr, oder? Komm. Zum Glück sieht Mama das nicht. So, nochmal Bauchkratzer, komm. Einmal Bauchkratzer, komm. Ja, okay, war nicht vor Ort. In der Mitte da. Geht anders so. Alter! Oh! Komm, 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 komm! Oh nee! Raus mit dir! Nee! Warte, komm, raus mit dir! Ey, das. Warte, oh mein Gott, ich glaub, Mama wird echt egal. Komm! Oh, you, komm! Ah! Das haben wir hier gemacht. Aber der Pool ist fast leer. So, versuchen wir mal hochzulegen das Ganze mittlerweile. Oh ja, das geht gut. Erst bleib ruhig da. Ah! Ich schieb's nicht hoch! Nee, nee. Das ist eine Illusion. Achso. Komm. Weiter. Ich kann nicht. Oh Gott! Hier ist eine Höhle jetzt. Was machen wir jetzt? Komm hier, müssen wir. Höhle! Und jetzt Deckel rauf! Mach Deckel zu! Okay, Deckel zu. Deckel zu! Oh mein Gott, oh mein Gott! So, ciao. Geh auf in die Höhle. Hallo! Komm rein! Nein! Oh mein Gott! Jo, ich würde sagen, ich bin halb drin. Na? Okay. War nicht so die geilste Höhle ever. Aber das Wasser ist ja schon fast draußen. Warte, ich mach mal fest. Das Wasser, guck mal rein. Da passt mein Finger nicht mehr ganz rein. Ich würde sagen, wir sind gut dabei. So, ja, ich hebe wieder hoch, okay? Ja. So, ein letzter Versuch, irgendwie muss ich ja rausgehen. Hier so gut gewässert. Mama holen? Jo. Ach, das zeigen wir lieber nicht. So Leute, der Pool ist komplett leer. Ich würde sagen, wir können uns an der Stelle auch erfolgreich vom Video hier verabschieden, denn wir haben es geschafft. Der Pool ist leer. Der Fluss ist auch mittlerweile fast ausgetrocknet wieder. Ist doch alles wieder gut, würde ich sagen. Ohne ist gut gewässert. Vielleicht möchte ich endlich mal Rasen jetzt hier. Also richtiger Rasen. Ich würde sagen, falls ihr nicht klar habt, lasst einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich bin auch weg. Ich glaube, ich gehe so nicht rein.